Das Buch von Frauke Petri, Requiem für die AfD. Ein Abgesang, eine persönliche Abrechnung mit ihrer ehemaligen Partei. Fast 4 Jahre nach Petris Austritt und nur rund 3 Monate vor der Bundestagswahl. Warum? Mir ging es darum zu zeigen, dass die Partei letztlich im Sterben liegt. Schon lange die Partei, die ich mitgegründet habe und die ich geführt habe, das, was heute die AfD ausmacht, hat eben nichts mehr mit ihrer ursprünglichen Idee zu tun. Und das ist ein politisches Sterben auf Raten. Als AfD-Landesvorsitzende zieht die gebürtige Dresdnerin 2014 in den Sächsischen Landtag ein, siegt ein Jahr später gegen Bernd Lucke im innerparteilichen Machtkampf, verschiebt damit die AfD nach rechts. Später wird sie selbst von dieser Entwicklung eingeholt und verkündet nach ihrer Wahl in den Bundestag 2017, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Petris neue blaue Partei floppt. 2019 verliert sie ihr Landtagsmandat. Bei der bevorstehenden Bundestagswahl tritt sie nicht wieder an. Stattdessen schwere Vorwürfe gegen das Spitzenpersonal ihrer Ex-Partei. Nicht nur Alice Weidel, sondern auch Jörg Meuthen soll illegale Spenden angenommen haben. Vor allem für den Social-Media-Wahlkampf der AfD im Jahr 2017. Es geht um die Frage, korrumpieren externe Geldgeber am Ende die Idee der Partei? Und das kann ich für die letzten Jahre der AfD leider mit Ja beantworten. Die Partei und ihre Protagonisten war schon lange nicht mehr unabhängig von externem Geld. Und in dem Moment, wo ich mich letztlich auch strafbar mache, denn illegal Geld anzunehmen hat auch immer neben parteirechtlichen strafrechtliche Konsequenzen, werde ich erpressbar. Letztlich, so Petri, hätten illegale Spenden den rechtsextremen Flügel erstarken lassen. Vor wenigen Tagen hatte sie die mutmaßlich illegalen Geldströme der Bundestagsverwaltung angezeigt. Sollten sich die Behauptungen bewahrheiten, drohen der AfD erneut hohe Strafzahlungen. Und das kann natürlich dann gerade in Wahlkampfzeiten schon eine erhebliche Beeinträchtigung für die Partei sein, die einfach auf diese Ressourcen nicht mehr zurückgreifen kann. Und insofern wären dann andere Aktivitäten der Partei natürlich eingeschränkt. Den Einfluss auf die Wahlentscheidung schätzt der Politikwissenschaftler Vorländer hingegen gering ein. Spendenskandale der Vergangenheit hätten immer wieder gezeigt, die Wähler vergessen schnell.